Alles Gute und toi, toi, toi. Danke, Chef. Robert, dank dir. Harry. Walter, danke schön. Rehbeinchen. Prost. Ja, aber wo ist eigentlich dein Bruder? Der wartet ja draußen. Oh. Mach die Tür zu. Ist alles in Ordnung, Harry? Ja, was meinst du? Na, wie ich aussehe. Ja, sicher ist alles in Ordnung. Trägst den gleichen Anzug. Also gut. Ah, das ist da also. Jawohl, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Kommissar. Tag, Herr. Na ja, da schleift sich schon noch ab. Wie meinen Sie? Harry, erklär's Ihnen was. Kommt doch gerade vom Kurs runter, da waren wir doch alles. Ja, natürlich, das meine ich. Ja, aber bei uns geht's ein bisschen lässiger zu, nicht? Also nicht so förmlich. Wir haben hier mehr einen familiären Ton, würde ich sagen, nicht? Da ist nicht ganz unser Chef unschuldig dran. Er sagt nämlich, also wenn ich einen Kommisston höre, bevor ich den höre, da gehe ich lieber gleich in Pension. Stimmt doch, nicht? Na ja, aber jetzt hast du ihn vor uns hier. Ein Glas für den, der geht. Danke. Ein Glas für den, der kommt. Danke. Bitte. Herzlich willkommen. Besten Dank, Herr Kommissar. Prost. 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 Erwin heißen Sie, glaube ich, ne? Ja. So, und jetzt lass uns mal alleine. Ich habe hier noch einige Sätzchen mit Ihnen zu sprechen. Ne? Also, Erwin. Jawohl, Herr Kommissar. Nein, sag bloß nicht Herr Kommissar. Und das Jawohl, das können wir auch weglassen, ja? Ja. Gut. Du warst auf dem Revier? Ja. Und dann Funkstreife? Ja. Und dann Schule? Ja. Ja, da muss ich dir gleich etwas sagen. Ich habe vielleicht die etwas schlechte Angewohnheit, meine Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit zu duzen. Und das ärgert manche Leute. Ja, die finden das nicht richtig. Und die halten das für autoritär. Das ist natürlich vollkommener Quatsch mit Soße. Ich duze euch, weil, ja, einfach weil ihr mir näher steht als alle anderen. Und weil es vielleicht ein bisschen zu spät sein dürfte, mich jetzt noch zu ändern. Begreifst du das? Jawohl, Herr Kommissar. Ja. Dich interessiert also die Kriminalpolizei. Warum? Ich dachte, das ist eine interessante Tätigkeit. Oh ja, das ist es. Die Bekämpfung des Verbrechens ist eine Pflicht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, eine ethische Pflicht. Keine Angst, ich bleibe ganz normal. Das Verbrechen ist durchaus keine Ausnahmeerscheinung. Das Verbrechen ist permanent. Ich unterscheide zwei Gruppen von Verbrechen. Das Merkmal der ersten Gruppe ist, es wird begangen an den Schwachen. Das Merkmal der zweiten Gruppe ist, es wird begangen von den Schwachen. Wenn du also eine Erklärung suchst für ein Verbrechen, dann suche sie in den Abgründen deiner eigenen Seele. Da wirst du sicher ein Echo finden. Sieh dir mal das Bild an. Ach, das habe ich schon in der Zeitung gesehen. Das Mädchen hat sehr kleine Füße. Harry? Ja? Du hast doch noch Zeit für uns heute. Ja, natürlich. Gut, dann nimm deinen Bruder und geh mit ihm zum Bahnhof. Um 13.05 Uhr kommen die Großeltern dieses Mädchens an. Kannst du gleich anfangen bei uns? Mhm, Chef. Ja, dann trink aus. Ja. Danke. So, nur ab zum Bahnhof.